Es geschah am Dienstagmorgen in Hessen bei einem Zusammenprall einer Regionalbahn der Hessischen Landesbahn mit einem Lastkraftwagen in Großenbuseck sind laut Polizeiangaben 2 Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Kassel mitteilte, stand der vollbeladene LKW am Bahnübergang Großenbuseck auf der Bahnstrecke Gießen-Alsfeld, als es zu dem Unfall kam. Bei dem Aufprall des Zuges wurden der Lokführer und die Zugbegleiterin schwer verletzt. Weitere 11 der insgesamt 30 Reisenden trugen leichte Verletzungen davon. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt, da er sein Fahrzeug noch rechtzeitig hatte verlassen können. Die Unfallursache ist bisher noch unklar, die Bundespolizei ermittelt. Zeugen wollen laut Polizei gesehen haben, dass der LKW trotz eines Rückstaus den Bahnübergang befahren haben soll, bevor sich die Schranken schlossen.